Schwitzen. Schwitzen bedeutet Schweiß absondern. Insbesondere bei großer Wärme oder Anstrengung hat der Körper die Fähigkeit entwickelt, zu kühlen, indem er Schweiß absondert. Schwitzen bedeutet also Feuchtigkeit absondern, um sich zu kühlen. Beim Schwitzen kann man natürlich auch verschiedene Mineralien ausscheiden und so wird auch gesagt, dass Schwitzen auch der Entgiftung dient. Schwitzen kann man auch in der Sauna, man kann in die Sauna gehen, um kräftig zu schwitzen und das kann helfen, dass der Körper die Temperaturregulierung verbessert. Man nimmt an, dass die Mischung aus Hitze und Kälte oder das Aufeinanderfolgen von Hitzen und Kälte gut ist für den ganzen Organismus. Man kann aber auch vor Aufregung schwitzen und es gibt auch Menschen, die sehr viel schwitzen und deshalb vielleicht sogar schwitzen aus Angst vor dem Schwitzen. Der Mensch hat übrigens etwa 2 bis 4 Millionen Schweißdrüsen, deren Rolle es ist, den Körper abzukühlen. Männer haben typischerweise mehr Schweißdrüsen und können deshalb mehr schwitzen. Nicht alle Säugetiere haben Schweißdrüsen, zum Beispiel Hunde und Katzen haben keine Schweißdrüsen, denn sie wollen nicht gerochen werden. Es sind mehr die Fluchttiere, die schwitzen, eben wie zum Beispiel Pferde, Menschen und auch Kühe.